So, hallo Leute und willkommen zurück zu, ja, 60 Seconds. Wir hatten Dolores dabei, sie wurde von Banditen mitgenommen. Dann hatten wir unseren Sohn rausgeschickt. Dieser kam leider nicht zurück, der ist draußen wohl irgendwie umgekommen. Und es ist nur noch Ted im Bunker und er scheint leider ein bisschen verrückt zu werden. Supply-mäßig ist eigentlich alles in Ordnung. Ted has gone crazy. Ja, er braucht ja momentan nichts zum Essen. There's nothing more surprising than now on a fellow shelter door. Da klopft jemand an und die Frage ist, wollen wir ihn reinlassen? Wir lassen ihn rein, wir sind eh schon verrückt. Tag 61. Entweder er hat uns beklaut oder so. Okay, da war doch keiner vor der Tür. Und er schiebt die Schuld jetzt auf, ich sag mal, irgendwelche Sachen. Allerdings ist er halt verrückt, wie gesagt. Es ist nicht die richtige Zeit, um sich Gedanken zu machen zur Zukunft. Ja, ob sie dann, wenn die Zukunft halt rum ist, ob sie dann halt hier bleiben oder ob sie zum Beispiel nach Toronto fahren. Naja, er ist alleine mit seiner Sockenpuppe. So, Ted braucht Wasser. Im Endeffekt versuche ich nur noch lange zu überleben. Alarm, da ist wieder jemand, versucht einzubrechen. Tag 63. Das Dumme ist ja, dass jedes Mal, wenn ich das mache, also diese Leute verscheuchen, ich kein Supply bekomme. Haben die nie was dabei? Es ist ziemlich schwierig, sich auf etwas auf unvorhersehbare Konsequenzen vorzubereiten, wenn du sie nicht kommen siehst. You don't say. Na, na, na. Tag 64. Ted geht's nicht gut. Es sieht so aus, als würde er seine inneren Dämonen bekämpfen. Halt einfach durch, Ted, ganz ehrlich. From below? Da kommen Geräusche aus von unten, aus irgendeinem Loch bei uns aus dem Bunker. Wir haben da jetzt mal mit der Taschenlampe nachgeguckt. Ja, hätten wir die Taschenlampe nicht, wären wir jetzt wahrscheinlich ein Fressen geworden für etwas, naja. Seine Augen lookten reptilienartig und es schien sehr, sehr hungrig zu sein. Sie glauben, es ist ein Dinosaurier gewesen. Tja, eher hungrig und durstig sind wir. Also Ted. Banditen. Also ich glaube, momentan hat das Spiel noch einen Bug mit der Munition. Dass man schießen kann, obwohl man keine Muni hat. Er hat
Also Ted versucht es zu verstecken, aber er verfällt immer mehr den Wahn. Er, naja, führt schon längere Gespräche mit seiner Sockenpuppe. Tag 67. Theoretisch hat die Armee doch unsere Koordinaten, warum kommt die denn nicht? Tact handelt nicht mehr normal. Das ist wieder hier dieser Müll, diese Sachen mit den Sachen, die da im Müll rumkriechen und sowas, das wir aufräumen. Hatten wir ja schon mal. Ja, das war knapp. Diese leuchtenden Käfer wären fast genug gewählt, um uns hier rauszubringen. Ted möchte Wasser. Da ist wieder eine Gang. Kann es sein, dass ich gerade hier einfach so eine Dauerschleife gefunden habe? Warte mal, was? Ja, Ted fightet wieder gegen seine inneren Dämonen. Am Ende des Parts werden wir rausgehen, wenn wir es bis dahin überleben. Ich bezweifle's ja. Tag 70. Ted ist hungrig. Und schon wieder das mit den Insekten. Und dem Müll. Die Karte ist ruiniert. Jeden Tag, Ted ist... Ja, jeden Tag verliert Ted mehr und mehr den Verstand. Also er hat versucht, eine Zeitung zu lesen oder zumindest etwas, was danach aussah wie eine Zeitung. Toilettenpapier. Ist das Toilettenpapier? Das sah auf jeden Fall sehr interessant aus und darum wollten sie ihn nicht davon wegziehen. Also diese Texte sind immer noch so geschrieben, als würde es mehrere in diesem Bunker geben, muss man zugeben. Was ja leider nicht ganz so stimmt, weil Ted alleine ist. He had to answer a call of nature. Ein Anruf der Natur. Ja, und dabei hat er aus Versehen die Map kaputt gemacht und er braucht Wasser. Banditen. Nein, Wahnsinniger mit Waffe, da hätte ich auch Respekt vor. Ja, Teds mentale Gesundheit geht weiter in den Keller, aber wir wissen nicht, wie wir ihnen helfen sollen. Schon wieder dieser Müllscheiß. Ted handelt immer noch nicht normal. Ja, da oben ist halt eine Gruppe oder so. Die sucht entweder Blut oder Essen. Aber ja, sie wollen essen und töten dafür. Und deshalb müssen wir uns verteidigen. Also mehr oder weniger das gleiche wie sonst auch. Ja, sie sind weggerannt. Wir haben Hunger. Und Durst.
Banditen wieder. Also momentan habe ich so echt das Gefühl, wir bewegen uns im Kreis. Ich bin mir nicht sicher, ob das so von den Entwicklern geplant ist. Hä? Das ist okay? Stand da grad. Könnte nicht mal wieder ein Händler oder sowas vorbeikommen? Ja, jetzt ist Teds mentale Gesundheit wieder unter. Er will die Map reparieren. Beziehungsweise updaten. Ich bin mir aber nicht sicher, wie das mit dem Buch gehen soll. Tag 77. Auf jeden Fall hat es geklappt und das Buch haben wir auch noch. Das Buch ist echt der Hammer, Alter. Ja. Z braucht Wasser. Banditen. Jetzt hat Ted Hunger. Da sind, als wir auf unsere Map geguckt haben, sind da irgendwelche Zeichen auf der Karte geschrieben. Das könnte ein Schatz sein. Die Sache ist, wir haben die Map doch gerade zusammengeflickt. Ich bin jetzt gerade wirklich am Überlegen. Also eigentlich dürfen wir nicht rausgehen diesbezüglich. Denn wir haben die Map ja gerade mit dem Buch wieder zusammengeflickt. Da wurde nichts eingezeichnet oder so. We noted someone had written a set of mysterious directions in one of the corners. Ja, gehen wir raus oder nicht? Wir gehen nicht raus. Erstmal. Weil wir haben die Map ja geflickt. Ich gehe mal davon aus, dass beim Flicken da halt diese Zeichen entstanden sind. Ja. Kindische Zeichnungen auf einer Map sind es nicht wert, unseren Kopf zu riskieren. So, weiter geht's. Nächster Tag. Tag 80 mittlerweile. Ted hat Durst. Banditen. Tag 81. Ich glaube, das mit der Munition ist wirklich ein Bug. Except to hear while sitting in a fellow shelter was a trump. It was played by someone. It was clearly not a trump player. And who had probably never heard a trump player in. Das ist so eine Robin Hood-Bande mehr oder weniger, die gerade Trompete gespielt hat. So zwei Leute, die meinen, sie geben von den. Also sie nehmen den Armen und geben den Reichen. Andersrum. Sie nehmen den Reichen und geben den Armen. Das Problem dabei ist, wir sind ja relativ reich. Darum lassen wir sie nicht rein. Also unsere Ausrüstung ist ja nicht schlecht. Ja, wir haben denen nicht geantwortet und sie sind einfach gegangen, gehe ich mal von aus.
Ja. Die klang zwar harmlos, aber egal. So. If there is one person we truly miss, it's our great uncle Terry. Er hat uns immer so brillante Stories, also Geschichten über Schildkröten, Elefanten und Zauberer erzählt. Es wäre schön, ihn wieder zu beleben und nochmal seine Geschichten zu hören. Und jetzt haben wir nicht mal mehr ein Foto von ihm. The End. One-Way-Ticket. Freigeschaltet, es erfolgt. Was ist passiert? Sind wir rausgerannt? Wahrscheinlich, oder? Ted konnte den Wahnsinn nicht widerstehen, der ihn eingenommen hat. Es sieht so aus, als hätte er heute den Anweisungen seiner Sockenpuppe, also ist er heute den Anweisungen seiner Sockenpuppe gefolgt und hat den Bunker verlassen. Lief in einer unbekannten Richtung und man hat ihn nie wieder gesehen. Wir hoffen, dass Ted und seine skurrile Sockenpuppe sehr viel Spaß zusammen haben werden. We did it. The photo we were looking for was stuck between the pages. Ja, geil. Wir haben noch ein Foto unseres Onkels gefunden. Tja, die Apokalypse überlegen ist nicht so einfach. Wir haben 83 Tage überlebt. Und hier haben wir jetzt mehr oder weniger nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Tag 1 war alles okay, Tag 2 Waning Crates, achso, ja stimmt. Am zweiten Tag kam ja dieser Supply Drop. Swarm, Dead Air, Hotel Widers. Tag 9 war relativ viel los. Beastfight, Bata. Sleepless in Atomville. Da war unsere Krise wegen der, weil wir da glaube ich zwei hatten, die nicht mehr rauskommen, weil sie schlaflos waren. To the arms, ja, das war jetzt hier so gegen Ende. Bugs, Bugs. To the arms, Victory. Perished. Tja. You perished. Und das war es mit der ersten, also mit der Runde von 60 Seconds. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, ob ihr wirklich noch mehr sehen wollt. Weil es ist wirklich so ein Spiel, es macht wirklich auch Spaß zu spielen, also das kann ich nur empfehlen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Ciao.